Hey Leute, hier ist wieder der Benny von den Turbic Buddies zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 Tipps und Tricks Video. Heute kommen wir quasi zu einer neuen Serie oder einfach eine neue Folge. Das Ganze nennt sich einfach Taktikfuchs to Nuklear und dabei soll es einfach darum gehen, dass ich meine Gedanken, die mir beim Spielen dieses Nuklears durch den Kopf gegangen sind, an euch übermittle. Und ja, damit soll ich euch einfach, ich hoffe, dass ich euch damit einfach ein bisschen helfen kann, dass ihr eure Nuklearmedaillen erreichen könnt oder vielleicht leichter erreichen könnt, je nachdem. Ich habe das Ganze übrigens auf einer DLC-Map gespielt, die Tour heißt die ganze Geschichte. Ich habe ehrlich gesagt das erste Mal auf dieser Map gespielt, ich habe es zuvor kurz mal gegen Bots ausprobiert, also das war schon ein paar Wochen vorher und das war jetzt wirklich das erste Mal in einem Public-Match, dass ich die Map gezockt habe, bin da spät reingejoint, also ihr habt wirklich das komplette Gameplay im Hintergrund. Und ja, ich spiele hier übrigens mit der MP7, die MP7 spiele ich hier mit den schnelleren Magazinen und den schneller Zielengriff. Als Perks habe ich kugelsichere Weste, Taktikmaske, Plünderer und Zähkette dabei. Und ich habe die Nuklearmedaille in 2 Minuten und 30 Sekunden erreicht. Also eine ziemlich, also eine verdammt schnelle Nuklearmedaille. Wir zocken übrigens auf dem PC, also der Hauptmann und ich. Und ja, wie gesagt, einfach mal Taktikfuchs to Nuklear, also meine Überlegungen beim Spielen dieses Nuklear-Gameplays. Auf jeden Fall als Sekundärwaffe die Kap-40 dabei und natürlich als Primärgranate das C4. Warum habe ich das C4 dabei? Es hat, glaube ich, momentan jeder dabei, deshalb habe ich es einfach auch dabei. Mit jeder meine ich nicht jetzt wirklich jeden von euch da draußen, aber es gibt einfach so viele, die damit zocken. Und ja, ihr seht hier im Hintergrund schon, ich habe da eine gute Headglitch-Position gehabt bei den Fässern und jetzt verstecke ich mich da wirklich ziemlich gut hinter den Autos, habe da eine gute Position und ja, die Kap-40. Ich habe ja letztens gesagt, ich finde sie fast ein wenig overpowered, ein paar haben gesagt, sie finden sie nicht overpowered, aber ich muss jetzt da ehrlich gesagt zugeben und ihr glaube ich auch, da war es jetzt wirklich verdammt schwierig, eine 1 gegen 1 Situation zu verlieren, da die Waffe einfach wirklich verdammt stark ist. Auf jeden Fall bin ich dann da hinten rumgegangen, ich wollte A nicht einnehmen, da mir bewusst war, dass wir alle drei Flaggen erobert haben, das heißt die Spieler spawnen einfach random. Dann bin ich da ein bisschen von der Seite gekommen, ihr seht die Gegner, die haben sich eigentlich nur auf die Mitte konzentriert, ich habe die locker wegbekommen und dann ja wieder Kap 40 im Einsatz, da hole ich gleich ein paar Gegner, also ich glaube da habe ich jetzt in ein paar Sekunden 8 Gegner weggeholt. Hier wieder eine klasse Headglitch-Position hinter den Fässern, habe ich wirklich eine gute Deckung und dann ja, komme ich abwechselnd links und rechts nach vorne und hole die Gegner da ganz easy weg. Und da habe ich jetzt wirklich in ein paar Sekunden eine hohe Streak erreicht. Dann bin ich natürlich ganz riskant. Ich weiß, ich habe nicht lange Zeit. Jeder runter hat dann da vielleicht ein bisschen Glück und hole mir bei alle drei Gegner. Also da habe ich wirklich ziemlich riskiert, aber ich wusste, ich habe nicht lange Zeit, um die Nuklearmedaille zu erreichen. Dann war wirklich so eine gewisse Flotte. Die Gegner sind wieder mal rausgegangen. Es waren jetzt nicht mehr allzu viele Gegner da und ich musste mir die Gegner zugen. Da hat einer versucht, A einzunehmen. Den konnte ich da jetzt locker wegholen. Und dann habe ich gleich den ersten Orbitalsatelliten erreicht. Übrigens, dieses Gameplay, da wurde ich von niemandem supportet, alle Orbitalsatelliten, die in der Luft waren, die stammten alleinig von mir, also die ich erreicht habe, also das Gameplay war komplett alleine erspielt. Es gab ja auch da schon mal ein paar Behauptungen, ja, ihr spielt doch eh nur immer mit 6er Teams und so. Ich glaube 2 Minuten, 30 Sekunden Nuklearmedaille ganz alleine erzielt ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht, würde ich sagen. Dann da auch ein bisschen, ja, immer einen Blick aufs Radar gehabt, den Gegner natürlich sofort gesehen und dann auch ein bisschen Pre-Fire. Hier wieder selbiges, da war ich schon vorbereitet, ich wusste, der Gegner kommt eventuell ja, von dieser Seite und ja, der hatte dann eigentlich keine Chance mehr. Durch den Orbitalsatelliten ist man natürlich den Gegnern allen überlegen. Und ja, ihr seht es auch hier wieder, ich komme von der Seite, den Gegner erwische ich zwar nicht, aber dann wieder von der Seite, die Gegner konzentrieren sich eigentlich wirklich alle nur auf die Mitte und das ist eigentlich wirklich so der springende Punkt. Ich komme da immer so leicht von der Seite und jetzt gerade Nuklearmedaille erreicht. Die Gegner konzentrieren sich teilweise wirklich auf eher meine Teammates, die von der Mitte kommen und ja, die Gegner konzentrieren sich wirklich nur auf den mittleren Bereich und ja, ich habe eigentlich wirklich gute Chancen, einfach von der Seite zu kommen, wirklich schwierig da die 1 gegen 1 bzw. einfach die Duelle, die Zweikämpfe zu verlieren. Nächster Orbitalsatellit reicht, Streak ist jetzt sowieso schon zu Ende und auch das Gameplay geht zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und vielleicht bringt euch das Ganze auch ein bisschen was, dass ihr eure Nuklearmedaillen leicht erreichen könnt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bewerten des Videos nicht vergessen und ja, danke, servus, ciao, pfiat euch.